Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic. Du bist wieder im Rumpenmotzen. Warum läuft der denn ständig hin und her? Auf dem Schiff herumzustreifen, bleibt sitzen und haltet still. Gucken. Mal das mal gerade durch. Was waren das jetzt? Mit der Liebe. Hatten wir. Wie meint ihr das? Erzählt mir doch von der Chaco Corporation. Welche Wahrheit? Vielleicht seid ihr schwach, da ihr zugelassen habt, dass euch die Fessel angelegt wurden. Okay, was tat denn die Chaikan deuten nach eurer Gefangennahme? Konntet ihr die ganze Crew töten? Seid ihr nach Nashadar gekommen? Also habt ihr begonnen für Credits auf die Jagd zu gehen. Könnten ihr für dem einzigen Sklavenschiff gewesen sein, das von eurer Welt abgelegt hat? Andere Kopfgeldjäger sagen, ihr hättet euren Stamm getötet. Wenn ihr euer eigenes Volk ermordet habt, gibt es in der
gibt es nach einer solchen Tat keine Wiederkehr. Ihr wurdet verbannt? Deshalb haben sie euch verbannt. Oder was mit eurem Stamm geschehen? Die müssen aber schnell zugeschlagen haben, um euer Volk zu überwinden. Als ob ihr euren ganzen Stamm getötet. Gut, also habt ihr einen Stamm getötet, um ihm die Versklavung zu ersparen. Ja, wenn ihr sie getötet habt, um sie zu verschönern, habt ihr ihren Wert herabgesetzt. Verschonen. Solange ihr eure Morde vor euch rechtfertigen könnt, von mir aus. Die Wahrheit ist, dass ihr euren Stamm getötet habt, weil er schwach war. Und deshalb hat er es verdient. Was ihr im Volk angetan habt, war Wahnsinn und doch lag Stärke darin. Was wisst ihr darüber? Oh.
Alle auf Malachor starben, weil sie es mussten, und ich würde sie mit Freude erneut vernichten. Okay, meine Weisheit steigt plus 1. Außerdem siehst du deine Taten während des Mandalorianischen Kriegs in einem anderen Licht. Cool. Schön, das gab XP und dunkle Seitepunkte und hat für einen Aufstieg gereicht. Na gut, dann machen wir so einen Aufstieg. Ja, fix. Voll. So, zack. Zack, zack. Zack. Ja, stimmt, ich habe noch einen übrig. Na, ist ja egal. Kräfte, bitte. Immer noch was Sinnvolles. Die Machtunterdrückung ist vielleicht auch gar nicht so dumm. Sagen. Gut. Was war das eigentlich für eine. Eigentlich die Sache mit dem. Naja, mit dem. Ja, dass wir das in einem anderen Licht sehen. Dann haben wir bei ihm jetzt alles. Oder? Das Größenteil freigeschaltet. Ich weiß es gar nicht. Können wir bei dir denn noch was machen? Achso. Wie konntest du denn Gotos Yacht finden, als er mich gefangen hielt? Okay, du hast dich also in Voggers Lager geschlichen, um die Codes zu stehlen. Und wer hat die Codes an Gotos Yacht übermittelt? Eden? Hm, interessant. Okay. Weißt du, wie dieser HK-Druide in den Frachtraum kommt? Nee, scheint nicht. Die Druiden greifen uns weiter an. Wenn du irgendwas weißt, solltest du es sagen. Okay. Hm. Wie geht's denn der Ebonhawk? Das bringt so viel. Kannst du mir nochmal die Liste? Nee, brauche ich gerade nicht. Reparieren. Meinst du mit Ausweis? Ich weiß, was ich tue. Ich würde gerne wahrscheinlich dann auch nicht. Ja. Ich glaube, ich habe da jetzt gerade doch ein bisschen zu viel verloren. Wahrscheinlich sollte ich ihn noch mal ein bisschen mitnehmen. Hm. Kannst du Gegenstände verbessern? Oh ja, klasse. Die laufende Werkbank. Programmiersonde? Ja. Hier. Gut. Ja, ich glaube, wir müssen hier nochmal mitnehmen und dann ein bisschen druidenfreundlicher zu sein oder so. Habe ich den Eindruck. Und du hast tatsächlich immer noch nichts Neues, oder? Ja, General. Okay. Können wir bei dir was Neues machen? Erkundigung. Soll. Kannst du bitte aufhören, das ständig zu fragen? Feststellung. Meister, das Töten ist meine Primärfunktion. Meine Programmierer gingen davon aus, dass sie nur mit mir sprechen, um mir den Befehl zu erteilen, jemanden zu töten. Okay, du musst mich nicht Meister nennen. Feststellung. Oh, das ist mir durchaus bewusst, Meister. Ich tue es nur, um die Illusion der Kontrolle und des Gehorsams aufrechtzuerhalten. Es beruhigt die Menschen, bis das Ende naht. Ich habe keine Illusion der Kontrolle. Du gehorchst meinen Befehlen. Feststellung. Natürlich tue ich das, Meister. Bis zum Ende. Was meinst du mit Ende? Tröstende Worte. Meister, jeder stirbt früher oder später. Allerdings bin ich nicht immer am Ableben eines Fleischsacks beteiligt. Sogar Droiden sterben, wenn sie nicht regelmäßig gewartet werden.
Aber bis dahin gehorchst du meinen Befehlen. Feststellung. Geht das mittlerweile? Antwort. Nee. Matros. Ich glaube, sonst hatten wir alles. Feststellen, nicht viele, aber... Okay, du hast also nichts Neues. Dann hätten wir jetzt noch die Dame und Etten. Fange ich mit Etten an? Ich glaube, ich fange mit Etten mal an. Dann kommen die Mädels dran. Kannst du mir erklären, warum dieser irre Wookie für uns arbeitet? Das Tier kann das Blasterfeuer auf sich ziehen. Okay. Aber glaub mir, das nimmt kein gutes Ende. Okay. So. Warum habt ihr die Sith verlassen? Nein. Ja, das wäre dann das. Schade, ich glaube... Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich muss ihn wieder ein bisschen mitnehmen. Um ein wenig Einfluss zu generieren. Problem ist halt... Ja, das Problem ist halt, dass wir, wenn wir ihn mitnehmen und böse sind, der Druide, der Kleine, den können wir dann nicht mitnehmen, weil der dann wahrscheinlich... Also wir da wahrscheinlich dann wieder Einfluss verlieren. Ich glaube, da haben wir eh schon viel oder zumindest eine ganze Menge Einfluss verloren. So, wen haben wir denn noch? Isas? Mein Leben für das eure. Wie habt ihr mich gefunden? Ich habe euch gespürt. Euch gehört. Kenn ich schon. Ich diene meinem Meister. Mein Meister hatte eine Störung. Es gibt nur wenig. Das könnt ihr nicht. Selbst. Wenn ich euch es wäre als. Kenne ich ja schon. Habt ihr mich. Erzählt von eurem Heimatplaneten. Ich spreche nicht gern darüber. Okay. Ich kenne den. Doch. Hatten wir aber auch schon alles, oder? Ich beantworte. Mein Leben. Möchte ich einige der Formen zeigen, die ich gelernt habe. Mein Geist und mein Körper sind bereit für eure Lehren. Ich verstehe jetzt. Dadurch wachsen meine Fähigkeiten und mein Nutzen für euch. Super. Sorgt dafür, dass ihr beherrscht, was ich euch gelernt habe. Oder gelehrt habe. Gut. Mein Leben. Techniken. Ich bin für alles. Ich verstehe. Mein Leben. Einige Fragen. Scheint aber auch nicht weiterzugehen. Okay, dann wird das wohl doch nicht so viel. Ich glaube, jetzt müssen wir halt wirklich hingehen und die einfach nochmal mitnehmen und durch unsere Taten beeinflussen. So, ich glaube, mit der Dienerin will ich dann später reden. Ich gucke erstmal, ob Kreia noch was hat. Oh, die könnten beide noch relativ viel Dialog haben. Ah, da seid ihr ja. Ihr habt es auch gespürt, nicht wahr? Ja, es war ein Geräusch, wie Energie. Ihr müsst eure Anwesenheit nicht mehr lange verbergen. Eure Ausbildung wird nun intensiver werden. Ihr seid bereit. Eure Ausbildung wird nun intensiver werden. Und ihr müsst noch einige tiefere Geheimnisse erlernen. Aber nur ihr kennt den Weg, den ihr wählt. Ich kann euch die Wahl nicht abnehmen. Fühlt ihr euch nur im Kampf lebendig, wenn ihr euch mit eurem Gegner messt? Das ist der Weg der Sith Marauder, die Stärke im Krieg suchen und in ihrem Zorn. Oder wollt ihr dem Weg der Dunkelheit des Schattens folgen, aus dem Nichts zuschlagen und die Schwächen anderer ausnutzen? Das ist der Weg der Sith Assassins. Oder vielleicht liegt eure Zukunft bei den Sith. Und dem Herz ihrer Dunkelheit und ihr wollt erkennen, was Stärke ist. Und diese Stärke euren Anhängern verleihen. Und eure Feinde mit ihr besiegen. Der Weg eines Sith-Lords.
Ich würde ganz gern Marauder werden, weil Nahkämpfer und so. Allerdings, ich glaube, das können wir... Ich werde warten. Machen wir einfach in der nächsten Folge. Ich sehe nämlich gerade, es passt gerade von der Zeit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.